Sie auf dem Klärwerk Landshut mit einer Ausbaugröße von 260.000 Einwohner gleichwerten. Und vor Ort sind wir hier in der maschinellen Überschussschlammeindickung, direkt vor dem Eindickdekanter. Wir haben seit 1995 bis dato eine Z53 der Firma Flottweg in Betrieb zur Schlammeindickung. Die Maschine hat über 1 Million Kubikmeter Durchsatz an Schlamm mittlerweile drauf, weit über 100.000 Betriebsstunden, und die Reparaturen haben sich in dieser sehr langen Zeit doch deutlich in Grenzen gehalten. Wir haben verglichen vor einiger Zeit die Bahnfilterpresse zur Zentrifuge. Die Zentrifuge hat sich nach unserer Erkenntnis als das wirtschaftlichere System erwiesen, weil der Stromverbrauch, der Polymerverbrauch und die Steuerung für uns deutlich besser war. Hinzufügen muss man auch unter anderem noch, dass wir hier ein geschlossenes System haben und man kann die Maschine ohne und mit Polymer betreiben. Zum Durchsatz sieht es so aus, dass der variabel ist von 20 bis 30 Kubikmetern pro Stunde. Der Polymerverbrauch liegt bei 8 Gramm pro Kilogramm TS. Der Wartungsaufwand geht gegen Null, man muss halt ein, zwei Mal vorbeischauen. Wir haben das auch auf dem Prozessleitsystem. Und der Stromverbrauch liegt derzeit oder bei dem Durchsatz, den wir haben, bei 0,18 Kilowattstunden pro Kubikmeter Durchsatz. Man hat von den Emissionen her keine Geruchsbelästigung. Wir haben hier ein geschlossenes System. Das heißt, wenn die Flockmittelaufbereitung nicht funktioniert, haben wir auch nicht eine Mordsauerei, und die Lärmbelastung ist extrem niedrig im Vergleich zu Maschinen, die vor 20, 25 Jahren noch gelaufen sind. Also alles in allem ein rundes Paket.